Okay, weiter geht's. Na gut, okay. Ja, ja, es geht los. Ja, wie gesagt, wetten wir, wenn die uns jetzt suchen und keiner weiß, wo Gato ist, dann ist Gato voll am PvE und hat voll die Dinos wahrscheinlich schon am Start und was weiß ich was. Don't know. Könnte passieren, ja. Der hat kann in aller Ruhe sich aufbauen und verstecken. Wir brauchen Muni. Auf jeden Fall viel mehr Gun. Hast du das Gunpowder schon irgendwo hingeräumt? Nein, ich war gerade am Ding craften erstmal, an Zündpulver. Hä? Wo ist denn das? Und Gunpowder wird jetzt danach produziert. Hä, ich habe das doch in Auftrag gegeben, oder nicht? Ja, auch gerade. Ach, es ist in Auftrag, aber es ist noch nicht durch, es ist noch nicht so weit. Mhm. Was für ein Level bist du, Ruffy? Mann, dass der Kano wieder tot ist, ne? Es ist zum Kotzen. Ja. Ja, ja. Es wäre halt auch mal echt interessant zu wissen, wo die verdammt nochmal sind. Und ich komme hier wieder nicht durch den Wald. Oh. Also Dingens hier, wie heißt er jetzt? Ach ja, Ghost hat sich Richtung Sumpf verpisst, ne? Ist die Frage. Ich weiß es nicht, ich habe kein Video gesehen von dem bisher. Nee, jetzt gerade. Oh. Als er weggerannt ist vorhin, da ist er Richtung Sumpf gerannt. Ist jetzt die Frage, ist er da panisch Richtung nach Hause gelaufen oder ist er da einfach nur um die nächstbeste Kurve gerannt? Ich würde vermuten, um die nächstbeste Kurve, also würde ich jetzt mal denken. Kann aber nicht drauf schwören. Es gibt hier in unserer Nähe beim Sumpf ein Stück weiter noch einen extrem geilen Base-Spot. Es könnte sein, dass die sich da rumtreiben. Ich will auch so ein Baryonyx-Vieh haben, ey. Ich hätte dir einen Level 8 angeboten, aber das hast du ja getötet. Ja, der war ja auch für den Arsch. Ja, ob die wirklich so für den Arsch ist halt die Frage. Boah! Die ist ein Level 29 Terzi. Lauf doch mal den Strand lang. Nimm dir doch mal einen Raptor und lauf den Strand lang. Ich bin gerade am Raptor. Auf dem Raptor. Ja, dann lauf am Strand lang und guck, ob der irgendwo ein Baryonyx ist. Ja, probably not, ne? Weil du kommst zum Glück auf den Berg und hilfst mir schnell das mit Metal abbauen. Hast du den Trageparazier dabei? Wenn das der ist, der... Ah, verdammt! Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, mich greift hier dieses scheiß Dingens... Oh, jetzt greift er den Paracer an. Ich glaub's nicht. Hier dieser Terzi, der ist mir bis in die Base gefolgt. Ich betäub den jetzt. Dann mach das und geh mit dem Terzi direkt Bären fahren. Wollte ich mich eigentlich gerade machen, verdammt. Dann kamen die. Ist ein Level 29, der Terzi hier, aber egal. Der Paracer tankt den einfach komplett. Der macht dem Paracer irgendwie gar keinen Schaden, das ist ganz praktisch. Wäre halt dumm, wenn er den tötet, den Paracer, und der Plattformsattel ist drauf. Naja, ja gut, den können wir ja abmachen. Aber... Gut, aber dann geht ja die Foundations alles kaputt. Ja, ich weiß auch nicht, was wir mit dem Plattformsattel anfangen sollen, weil, keine Ahnung, irgendwie klappt das ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da gibt's bestimmt irgendeinen Trick oder so, aber ich kenne ihn halt einfach nicht. Ja, mal gucken. Man kann sich ja noch schlau machen. Noch lebt es hier. Also noch ist ja nichts schief gegangen. Nee, du fällst jetzt nicht direkt vorm Eingang um. Du Pissbacke. Lauf da weg. Kann sein, dass wir die Tür gleich umsetzen müssen. Okay. Nächstes Terzi liegt. Nice. Oh, Level 29. Weibchen, hast du zufällig ein Männchen? Wir dürfen eh nicht. Hm? Na, Mate Boost. Ach so. Ja, Karin, guck doch, jetzt steht in der Maus. Achso, der ist hier, okay. Ich hab den Paracer hier. Ja, Mate Boost bringt, soweit ich weiß, 30% mehr Damage und 30% weniger Schaden, ne? Okay. Also scheiße, kassieren. Hör auf zu tanzen, du Kackvieh. Der Wendekreis, Junge, Junge, Junge. Paracer sind schon echt... Scheiße. Jo. Bin überhaupt kein Fan von den Viechern. War ich nie, werde ich auch nie sein. Für mich waren die nur Prime Meat. als wir damals mit Pteras noch gespielt haben. Jo, auf dem Offi. Ne, nicht nur, auch so auf anderen. Oh, danke. Das war laut. Ich hab mich aber weggedreht. War's laut? Dann war's leise? Was? Trotzdem war's laut. Achso. Verstanden, dann war's leise. Die Steine bringst du aber mit, ja? Vom Metall holen. Mhm. Die können wir nämlich gut gebrauchen. Down schon? Oder was ist mit dem los? Was ist?
Ach, der liegt schon. Ja, wer bist denn du? Next Terzigella. Wir sterben. Oh Leute, ich dachte, hier werden schon wieder welche bei uns an der Base, ne? Aber es war ein wilder Raptor. Ja, mit Raptoren werden die eh nicht antanzen, denke ich. Wahrscheinlich nicht, ne. Was? Moment mal, mir fällt gerade was ein. Wie ist das mit den Barrikaden? Den Holzbarrikaden. Leder, Fasern, Holz. Weißt du was? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit hier gerade. Ich brauche mal ein paar Fasern und dann gehe ich mal eine Runde aufs... Lol. Okay, alles klar. Ich brauche nirgendwo hinzugehen. Hier ist mehr als genug. Aber wo ist das ganze Leder? Als ob das schon alles aufgebraucht wäre. Ach, das liegt bestimmt noch teilweise im Kano, oder? Was, Leder? Ja. Keine Ahnung. Oder? Ah ne, dann ist das... Ja stimmt, die Sättel. Ich habe ja zwei Sättel gebaut. Dafür ist wahrscheinlich so viel drauf gegangen. Guck mal eben, Terzi. Im Terzi? Ja, im Terzi. Guck mal in dem. Der ist übrigens männlich. Okay. Das heißt, wir haben Mate boosted. Ich fühle mich gerade irgendwie voll paranoid hier oben. Du fühlst dich paranoid? Also, ich bin paranoid hier oben so rum. Ich fühle mich voll beobachtet. Woran das wohl liegen mag? In was investiere ich das Schießpulver? Also ich bevorzuge natürlich die Flinte. Also den Flintenmunition. Ich guck mal, was geht so gerade. Also ich könnte 40 Flintenschuss erstmal machen. Mache ich auch. Ich glaube, die Pistole ist nicht wirklich so effektiv gegen, gegen ich hab Tames. Ich habe gerade mit der Pistole voll auf das Ding drauf geballert. War ja auch nichts. Also. Oh. Wir haben gar kein Metall mehr. Ja, ich bin ja dabei. Chill. Nee, ich wollte es nur gesagt haben. Ja, das wundert mich. Natürlich, das war der übelste Vorwurf. Ja, natürlich. Ich kenne dich da. Ich dachte nur, wir hätten mindestens noch etwas. So nee, das letzte habe ich dir eigentlich alles reingelegt und daraus hast du die Grenades gebaut. Ja, dumm gelaufen. Ja. So, ich kann Barrikaden jetzt aufstellen. Ich habe 11 Barrikaden gebaut fürs Erste. Okay. Komm aber auch gleich zurück, ich baue nicht den kompletten Berg ab, gell? Doch. Nein. Meine Pike ist gleich futsch. Ui. Oh, wir können noch mehr Gunpowder herstellen. Nice, nice, nice. Immer diese Fragerei mitten in den Videos. Können wir noch danach noch klären. Obwohl, eventuell dann nicht. Also ich bin für noch zwei. Hab da also ich nur für eine. Meine Freundin hockt die ganze Zeit blöd rum. Und da hab ich keinen Bock drauf. Also nur noch die, oder was? Ja, eine doch. Ja, das meint er doch, glaube ich, oder? Ach so. So, Gunpowder. Narcotic. Oh, diese Tiere werden so lahm gezähmt, ey. Es ist einfach nur scheiße. Gut. Wo stelle ich jetzt die Barrikaden hin? Weiß es nicht. Hier irgendwie? Ich mach einfach mal hier so. Just for fun. Weil er kann. Der Bronto ist immer noch hier im Wald. Ich überlege gerade wirklich, wo ich ihn legen soll. Was ist jetzt passiert? Sagt ein Terzi im Baum. Hier steht... Warum? Verdammte Scheiße, ist uns hier jetzt so ein Larry in die Base gerannt. Ein Larry? Ja, diese Iopa ist da. Diese, die nix können, außer dich zu kuscheln, wenn sie auf dich attacken. Ach so. Die so ähnlich sind wie ein Bronto. Jetzt greift er hier natürlich irgendwas an, das war ja klar, ne? Okay, so. Da sowieso jeder weiß, wo unsere Base ist. Hier ist wieder ein Terzi. Es geht ab. Was bist du ja, für ein Level? Tame. Das ist Level 6. Ich würde einfach alles mitnehmen. Ohne Scheiß. Ey. Ist es der, der am Baum hängt, an so einem Stein hängt? Ja. Aber hier ist auch noch ein Level 6er Terzi. Keine Ahnung, wo der da jetzt hing. Ja, der hing am Stein, ne? Ich habe gerade nicht keinen Plan mehr, wo die Base wieder ist. Ich muss das wieder ins Wasser runter, um die Orientierung zu kriegen. Okay.
Hä? Frosch tot. Wo war der denn? Och nein, bitte nicht. Ich hab eine Vermutung. Unten am Strand? Ich glaube, dieser scheiß Diplo-Dingensbummens hat den Frosch runtergetreten und dann wurde er von einem Terzi irgendwo gekillt. Das ist natürlich bitter. Na gut, ich meine, im Frosch war jetzt nichts Besonderes drin, aber der war eigentlich ganz gut. Ja gut, aber der Frosch war jetzt auch nicht das Problem eigentlich. Ich hab ihn, den können wir uns da wiederholen. Das ist unsere Ölholmaschine. Ich meine, gut, wir haben jetzt zumindest einen Dung Beetle, aber... Ja, für Granaten halt noch, ne? Ja gut, also... Ja, wie gesagt, Granaten kannst du dir auch alle komplett nehmen. Ich mag Granaten bei Ark gar nicht, wir gehen nicht rein. Also ich habe den einen ganz gut getroffen, glaube ich, so wie ja, der reagiert also, hat. Aber ich, wie gesagt, brauch die nicht. Du kannst die ruhig haben. Bin da jetzt auch nicht so der Mega-Fan von, aber... zum Raiden brauchen wir sie halt schon. Alter, das Parazza steht voll im Weg. Geh weg mit deinem fetten Plattform, Alter, was ist los? Als ob man das hier oben hinbauen muss, echt. Wieso sind wir eigentlich hier komplett in die Verteidigerposition gerutscht? Wir sind irgendwie genau nur noch wissen, am Deffen. Die wenigsten Leben haben, ist ja klar, dann wissen sie doch, dass wir im Prinzip gerade diejenigen sind, die nicht viel machen können. Wir können nicht viel roamen auf gut Deutsch. Können nicht roamen. Auf gut Deutsch vor allem. Ja. Auf gut League-Sprache eher. Jo. Jo, verbessere mich halt und helf mir mal runter. Komm mal runter und helf mir. Helf mir runter, ja, Oma. Herz, die wacht gleich auf, gell? Echt? Sind doch gerade erst betäubt. Was ist jetzt schon wieder Battle Sound? Warum? Wer? Todons oder sonstiges. Nein, der Raptor wird von Mücken getaggt. Hast du den nochmal betäubt gerade, den Terzi? Ja, ich habe ihm gerade nochmal 4 Stück gegeben. Der frisst aber auch das Zeug wie sonst was. Ach, nee. Ja, ich bräuchte dann halt kurz deine Hilfe. Ja, scheiß drauf. Heißt Terzi jetzt eigentlich das andere? Bin hier gerade noch am Bauen. Hast du mit dem schon Bären geholt? Nee, ich bin hier nur am Bauen gerade die ganze Zeit. Damit wir hier mal irgendwie ein bisschen Ruhe haben. Ich glaube, wir müssen noch mehr Plant X pflanzen, wenn das so weitergeht. Oh, da ist ja zu. Gut, live-mäßig geht's dem Terzi auch wieder ganz gut, das ist schön zu sehen. Du magst dein Terzi, ne? Optisch gefallen sie mir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Na, ich finde die auch übel hässlich. Ja. Also, das sind schon echt hässliche Vögel. Wahrsten Sinne. Ja. Wow, was reingetappt, Alter. Alter, hör doch auf! Sorry! Ich will hier die Bären farmen. So, okay. Geh weg, Trike. Ja. Wir sind eingezäunt. Fürs Erste. Weißt du, was ich gerade überlege? Ob wir nicht einfach hier am Berg auch Plattformen langziehen? Auch wenn es nur Holzplattformen sind. Am Berg Plattformen? Ja. Damit die Dinos nicht dauernd runterfallen. Und du meinst Mauer? Ja, Plattform und dann Mauer drauf, genau. Das könnte man auch mit so einem Zaun-Ding regeln, ne? Oder ein Zaun, ja. Dass wir halt einfach, dass die Dinos dann nicht mehr runterdroppen können die ganze Zeit. Das ist so bitter. Tja, das ist true. Aber, ja, ist halt auch nochmal voll viel Arbeit. Also eigentlich gar nicht, aber müssen wir mal gucken. Wie du sagst, wir sind jetzt eh in der Verteidigerposition. Wir kommen da gerade nicht so schnell raus. Nee, nicht wenn wir weiter hier belagert werden. Wir müssen im Prinzip darauf hoffen, dass irgendwie Gato und Michael mal anfangen, hier irgendwas zu machen. Anstatt die ganze Zeit ihren Rex zu leveln. Also Folge 45. Ja, so ungefähr. Hilfst du mir mal kurz mit dem Jack? Was ist denn mit dem? Ja, ausladen. Achso, ja. Ich gebe gerade nochmal ein bisschen Muni in Auftrag. Mach gerade Narcos noch. Hab ich die ganze Muni eingesackt? Nee, hab ich nicht. So, Munition. Oh, wie sieht's bei dir aus mit Betäubung, du Boy? Alter, der wacht ja fast auf, ey. Ich bin doch gerade auch mal wieder Narkotik gedrückt. Ich habe jetzt mal 6 Stück gedrückt. Also die letzten, auf gut Deutsch.
mal noch mehr. Zack, rein damit. So, wer hat das? Jack, oder was? Ja. Okay. Viel zu viel. Scheiße. Kann ihn nicht schleppen. Verteilst du das direkt? Ja, ja, ich mach's in die Öffnung rein. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, natürlich. Boah, wir haben aber auch einen Metallverbrauch, oder? Ja. Nein, eigentlich nicht. Also ich finde schon. Ich denke, also ich bin der Meinung, wir haben schon sehr viel Metall geholt bisher. Es wäre vielleicht smarter gewesen, hätten wir gesagt, tatsächlich, wir bauen einfach wirklich neben dem Metall, da wo wir auf dem Offi unsere Base hatten früher. Ja, hatte ich dir ja vorgeschlagen, aber nein. Es ist halt übel auffällig gewesen. Hätte ich das gewusst, dass die uns so schnell finden oder so früh, dann hätte man das machen können. Ah, Leute, ich hab meine Spitzhacke weggeworfen. Aber sonst... Metall drin, ja. Könnt ihr mal reparieren? Doch irgendwo noch ein großes... Hat da gerade was geschossen? Nein, also ich nicht. Nee, das hat sich wenn auch nach einem Einschuss angehört. Also, was heißt Einschuss? Einschlag, ne? Wenn es dunkel ist, kommen sie wieder, was ab. Wer weiß. Dass die überhaupt... Wieder was geschossen? Nee, ich habe Halluzinationen, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade das Fadenkreuz als Silhouette eines Menschen wahrgenommen. Welches Fadenkreuz? Beim Randzoomen oder was? Ja, 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 was heißt Fadenkreuz? Hier das Ding da halt, ne? Ist ja kein Fadenkreuz. Fuck it, verdammt, ey. Wie geht's dem Terzi? Okay. Hm, kannst du mal Licht machen? Wo? Ich muss mal gucken, ob ich noch eine Fackel habe. Ja, wo soll ich Licht machen? Achso, ich dachte, du hast eine Fackel. Ja, hier. Wo bist denn du? Danke. Ja, ich wollte nur gucken wegen Terz hier. Alles gut. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. So, dann packe ich in die Plants mal noch Dünger rein. Haben wir wieder was? Der Dünger ist ja mittlerweile die Munition von den Pflanzen, ne? Ja, ja, ich weiß. Einerseits cool, andererseits auch blöd. Aber ich finde es eigentlich eher cool. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mir gefällt es ehrlich gesagt nicht so. Aber gut, das ist einfach nur wegen Bequemlichkeit. Naja, was heißt Bequemlichkeit? Ne? Du hattest halt vorher das Problem... oder was heißt das Problem? Du hattest nicht die Möglichkeit, die Dinger leer zu tanken. Ne? So wie mit den Turrets. Die Möglichkeit ist jetzt halt gegeben. Oh, die hatte gar nichts mehr drin hier. Stimmt wohl, aber ich finde die jetzt auch nicht so krass. Also dieses Vieh, Mann, wie schnell das einfach auf war. Ist zum Kotzen. Alter, das hilft ja gar nicht, das Narkotik. Weia, weia, weia. Was machen wir nur, ey? Naja, danach ist er immerhin 43. Immerhin. Ein Opfer. Damage machen kann. Hast du jetzt hier komplett zugemacht hinten? Nee, da sind jeweils Eingänge. Ja. Ich guck mal, was ich noch so lernen könnte, was vielleicht interessant wäre. Könntest du eigentlich theoretisch bei den Eingängen zwei Plattformen hinstellen und zwei Pflanzen noch dazu? Ja, aber ich habe erstmal keine Dingens. Ha, was wir natürlich noch machen könnten, wäre ja, hier Ballista und Ballista-Bolas bauen, ne? Wie bitte? Könnten Ballista und Ballista-Bolas bauen. Können wir auch machen. Ist das teuer? Kettenbolas heißt. Ich weiß nicht, wie viel die kosten. Ich glaube, im Originalen gar nicht mal so viel. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Oder halt, ob wir doch auf das Parazza Pflanzen draufpacken. Das Blöde ist, wir können, also so wie ich das bisher mache, können wir die halt nur oben drauf setzen. Und das heißt, die würden halt nur sowas wie einen Rex treffen, quasi. Weil das andere ist alles zu klein. Es sei denn, die stehen über uns irgendwie. Ich weiß halt nicht, wie man das hinbekommt, dass man... Man kann irgendwie die Fundamente so lowern, dass die ziemlich neben den Füßen sind von den Tieren. Sonst muss ich das mir für die nächste Session irgendwie mal... Muss ich das rausfinden, jemanden fragen.
Wir sollten die Parts ja, glaube ich, zwecks, dass die Plant X nicht blockieren. Richtung Dingens stellen. Richtung Sumpf, also hier am Wasser, zum Wasser hin. Jetzt mit dem Terra zieh aus. Lol, ernsthaft? Was denn? Ich bin mit einem Paracetamol lang gelaufen, das hat dem Terzi einen Hit gegeben. 6 Level verloren, scheiß drauf. Lass es jetzt. Ey, lass mir trotzdem aufwachen. Ja, ja klar. Aber Fakt. Sagt. Oh, der hat ja auch schon 2k Leben, ey, diese Viecher. Aber nur 100 Milli. Okay, das ist verdammt wenig. Ja, aber die 100 Milli sind immer noch stärker als die 100 Milli vom Kano. Leider ja. Das ist halt auch schon was Schlimmes. In meinen Augen. Sehr Schlimmes. So, Metall brennt. Gunpowder bräuchten wir wahrscheinlich auch noch wieder, oder? Was sagt die Munition? Ach ne, Metall war das Problem, ne? Ne, Gunpowder, immer noch. Yo. Ich würde halt ganz gern auch mal irgendjemanden angreifen. So langsam. Ja, aber hatten wir ja vor, aber derjenige ist ja umgezogen. Ja. Der Spaß. Oh ja. Report. Wir haben das Dach auch immer noch offen, die oberste Etage, ne? Das wollte ich eigentlich auch noch zugemacht haben. Da fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wände. Why? Why? Auch mal modern. Hä? Auch modern. Warum bist du modern? Und Fackel. Fackel? Eigene Fackel jetzt. Ach so, deswegen bist du modern, alles klar. Ja. Der Dingens will übrigens immer abhauen, der Käfer, musst du mal aufpassen. Ach stimmt, ich vergesse die Tür immer zuzumachen. Oh, wo ist der mit den Steinen? Da ist der mit den Steinen. Wand. Der mit dem Stein tanzt. Der mit dem Stein tanzt? Ende. Ende? Also machen wir jetzt noch eine danach, oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Oh, ich... Gut, aber trotz allem gehe ich mal dann... Hast du jetzt gecuttet, geendet? Nee, hab ich noch nicht. Ja, ne, Folge ist vorbei, also... tschüss. Tschüss.